Wie bitte? Ah. Ich möchte ihn auch. Gehst du runter? Nein, ist gut. Ich bleib noch bei Batman. Dann nimmst du immer den Sondertypen oder was? Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Käfer? Keine Ahnung. Park Baby? Nein. Wir sind im Knast. Wir installieren sie morgen. Diese neuen Zellen werden absolut ausbruchsicher sein. Anscheinend haben sie Gothams Steuereinnahmen gut eingesetzt. Endlich frei! Ist das Copperhead? Sieht so aus. Warum versucht er zu fliehen, wenn wir hier stehen? Wenigstens müssen wir ihn da nicht verfolgen. Aha. Superheld! Oh nein, er ist schon wieder entkommen. Würdet ihr mir helfen? Kein Problem. Hey, Schlange! Ist nicht gerade schlau, direkt vor uns auszubrechen. Sei doch ein liebes Reptil und kriech wieder zurück in deinen Käfig. Wie wär's, wenn ich euch stattdessen zerquetsche? Das muss echt schwer sein, sich so viele S-Wörter auszudenken. Bringen wir ihn wieder in seine Zelle, damit wir weg können. Moment, ich will was ausprobieren. Hey, Copperhead, ich habe gehört, du bist ein Riesenidiot. Stimmt das? Absolut falsch. So was habe ich erwartet, denn Ja und Nein haben keine S-Laute. Er ist gut. Genug gescherzt. Häuten wir diese Schlange. Das war aber ziemlich albern. Wieso heißt das Ding Copperhead und ich Snake Man? Weiß ich nicht. Weil er kupfern aussieht? Ja, gut, es ist eine kupferfarbene Schlange, aber dann könnte ich ja genauso gut statt Batman Blue Rayman spielen. Das ist ein Comic, meine Fresse. Entschuldige. Hoch irgendwie? Mit Minus schon mal nicht. Au, der hat mich runtergezogen, der Penner. Der sieht ja cool aus, den du da hast, bitte. Mit Spitterling. Ach. Na, weißt du, ja, komm. Getroffen. Au, was? Was hast denn du da für eine Kanone? Kanone, mit der ich mir selbst Schaden anscheinend machen kann. Wir ich hab ihn erwischt. Mach oh, ich hab das nicht. Wusste ich. Kannst du hoch genug springen oder wie bist du jetzt hochgekommen? Ja, ich bin hochgesprungen. Komm schon. Und jetzt komm her, ich will den Klöten-Move machen. Alter, was machst du denn da für Lichteffekte? Jetzt habe ich auch keine Energie mehr. Mhm. Ich krieg ihn auch nicht gegriffen für diese kurze Animation, wenn er die Zellentür wegnagelt. Komm schon! Grabschen, grabschen! Ich darf ihn nicht grabschen. Der ist ungrabschbar. Nee, von unten ist doof. Ich finde den Vogel, du hast richtig genial. Das tut weh. Du hast ihn gerade getiefert. Schlange aufhalten. Du hast offenbar noch nicht von den Gefängnisverbesserungen gehört. Verbesserungen? Hey, Batman! Darf ich mir dann aus seinem Kostüm ein paar Cowboy-Stiefel machen? War nur Spaß. Ich weiß. Beweismittel. Gehen wir danach einen Burger essen? Die Gerechtigkeit macht nie Pause. Auch nicht zum Essen. Ich dachte mir schon, dass du sowas sagen würdest. Das Gefängnis ist jedenfalls sicher. Wieder ein Gauner hinter Gittern. Dank Batman und Blue! Mach hey, warte! Blue Beetle. Blue Beetle? Kann sein. Aquaman freigeschaltet. Lame. Über den weiß ich absolut gar nichts. Da kennen wir doch schon. Ich glaube, das Spiel hat 4 Episoden und wir sind jetzt halt in Episode 2, ne? Mhm. Wie kommst du auf 4 Episoden? Ich habe, wie gesagt, gestern ganz kurz mir so ein Review angeguckt über das Spiel. Und in den 30 Sekunden, die ich reingeguckt habe, hat er gerade erzählt, dass das Spiel 4 Episoden hat, meine ich. Der Robo mit dem Affenhirn. Es war meine Schuld. Warum bin ich nur so ein Idiot?
Beruhige dich endlich. Wenn ich meine große Klappe gehalten hätte, hätte Grodd nie von Science Island erfahren. Jetzt weiß er Bescheid und wird die Insel übernehmen. Und das alles nur wegen mir. So schlimm wird es nicht gewesen sein. Naja. Was? Das nennst du Waffen, Grodd? Solltest mal die Technologie auf Science Island sehen. Dagegen wirken du und deine Äpfel geradezu prähistorisch. Okay, das ist ziemlich schlimm. Unser Plan ist die Infiltrierung des Blue Beetle-Komplexes, bevor Grodd und seine Soldaten ihn erreichen. Ich kenne einen geheimen Eingang, daher sollte uns das Eindringen leichter fallen als ihn. Sobald wir drin sind, müssen wir... Jaime, hörst du zu? Was? Ja, ich meine, ich komme mir wie ein Großmaul vor. Das hier ist nicht ein Verbrechen, bei dem wir einfach nur die Welt retten. Wir müssen meinen Fehler ausbügeln. Darum reiß dich zusammen und hör gut zu. Drin übernehmen wir die Kontrolle über den Komplex und aktivieren die Verteidigungsanlagen. Mann, meine Güte. Was ist das für ein Riesending? Sieht wie ein lizenzierter Batman-Mülleimer aus. Rotor sieht wie ein Mülleimer aus? Mann, er kann sprechen. Ich meine, Kumpel, tut mir leid. Das mit dem Mülleimer war nicht so gemeint. Eher ein Müllcontainer. Oder ein Panzer. Ja, Panzer ist viel besser. Proto mag Panzer. Das ist Proto. Er ist einer der von mir entwickelten gepanzerten Wachroboter. Sieht man. Er hat deine Ohren. Proto, bleibe hier und bewache den Badjet. Wir rufen dich, wenn wir Hilfe brauchen. Hört sich toll an, Batman. Proto wartet hier, bis du mich rufst. Ist das hier ein Strand? Fangen wir an. Geht ihr jetzt schwimmen? Um die Elektroschockpistole zu verwenden, rüste sie aus und drücke Z, um Roboter zu betäuben und elektrische Türen zu öffnen. Dann hast du sie wahrscheinlich. Ja, die ist rechts. Lame, warte ganz kurz, ich reiße wieder auf die Laserpistole. Wähle Blue Beetles Laserschuss mit dem Kreuz aus und drücke Z, um zu feuern, oder halte Z gedrückt, um ihn aufzuladen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon benutze. Aber hast du schon mal aufgeladen? Nee. Jetzt habe ich auch keine Energie mehr. Lustig. Doch, du hast doch voll. Achso, du hast recht. Ja, ich hab geguckt. Er versteckt ja überall Bomben. Die sind echt ein Fan von den ganzen explodierenden Mist, ne? Na gut. Ist das Motto vom Spiel hier, vom Film, wollte ich gerade sagen. Pass auf, hier ist epischer Shit drin, siehst du? Brauchst du die Bombe? Danke. Du hast die Bombe voll meine richtige Nagel, wenn ich die andere versucht habe wegzunageln. Du hast mich mit den Dingern auch schon auf und reingerissen. Nenn's Rache. Mit etwas Glück hat Grodd den Komplex noch nicht erreicht. Achso, ich will das mal ausprobieren jetzt mit dem... zack? Nein. Ich wollte das Elektri-Dingsen... Ich weiß nicht, wofür mein Elektroschrunz ist. Problem gelöst. Jaime, konzentrier dich. Komm hier runter? Konzentrieren. Verstanden. Kann man auch wieder hoch? Ach da. Hey, ob es auf dieser Insel wohl Kokosnüsse gibt? Wie nennt ihr ihn eigentlich immer? Jaime? Jaime, glaube ich. Ja, ich würde es Jaime aussprechen, aber sag doch mal Jaime oder Jaime? Wie komme ich denn da hoch? Okay. Komm hoch, du fliegender Junge. Ups. Ja, schieß dir eine größere Öffnung durch. Das war mein Plan. Oh, shit. Soll ich dich teleportieren? Pass auf. Mach mal. Danke. Bitteschön. Wähle Blue Beetles Bombenwerfer mit Dings und drücke Z, um zu feuern, oder halte Z gedrückt, um zu zielen. Brauche ich die gerade irgendwie? Weiß ich nicht. Das ist das Ding, was ich zuerst benutzt habe, dieses... Ist das der Bombenwerfer? Ja, das hier. Okay. Gorillas voraus. Brauchst du mir nicht zu sagen. Ich habe sie schon gerochen. Grodd lässt einige seiner Soldaten zurück. Er vermutet offensichtlich, dass wir ihm folgen werden. Vielleicht verlaufen sie sich ja. Affen sind nicht gerade die klügsten Tiere. Oh doch, die sind klug. Los, wir müssen sie ausschalten, bevor sie über Funk Hilfe rufen. War nur ein Scherz, das mit den klügsten Tieren. Natürlich weiß ich das. Okay, in Ordnung. Ich nehme den links. Okay, dann nehme ich den rechten. Jetzt haben wir doch getauscht, weil die getauscht haben. Ja. Ist der Blue Beetle Bug nicht der cleverste? Wieso sollte er clever sein? Wieso sollte er nicht clever sein? Ist die Frage, ist er nicht ein Superheld? Ich weiß auch nichts zu Blue Beetle, von daher.
Na gut, aber du kannst zumindest schon mal grob seinen Namen. Ja, weil ich glaub mal zu den Teen Titans gehörte. Was hat es denn mit Proto auf sich? So, aber bevor es runterfällt, jo. Ja, dein Vogel fliegt viel höher als meiner. Proto war der erste mehrerer Verteidigungsroboter, die ich gebaut habe. Er ist zwar weniger fortschrittlich als spätere Modelle, ist aber... Wieder Blue Beetles Stampfkolben mit Dings. Ja, ja, bestimmt. Irgendwann. Willst du dich mal stampfen? Ich hab schon alles eingesetzt, aber... Sicher, dass du ihn nicht mitnehmen willst? Ich meine, vielleicht können wir ja ihn als Verstärkung dienen. Im Moment müssen wir uns anschleichen. Und das ist nicht gerade Kurs. Kann ich mir vorstellen. Das ist aber ziemlich weit. Willst du nicht zurück zum Jet und etwas näher heranfliegen? Der Komplex hat... Ich find's ein bisschen schade, dass es kein Optionenmenü gab, um die Sprache oder zu stellen. Ich will ihn auf keinen Fall warnen und ein Wettrennen starten. Ich kann uns hinfliegen, oder Käfer? Ich habe dich fliegen sehen. Sogar der Jet wäre leiser. Das war's schon? Wieder ein Gebiet entkriminalisiert. Hm. Oh, wie enttäuscht du rausguckst. No. Oh. Nach. Mhm. Schwing. Kommst du klar da unten? Ja, nicht wenn ich nicht sehe. Achso, ich kann es auch zerschlagen. Okay. Das Verbrechen macht keine Pause. Okay, wir schicken die Roboterkavallerie. Blue Beetles, Achtung! Los, Blue! Los, Blue! Kannst du mal 5 Minuten lang nicht peinlich sein? Moment mal. Werden die Dinger danach uns angreifen? Wir waren schon mal hier. Weißt du noch, Raimi? Stimmt. Diese Roboter wurden von Ted Kord gebaut, dem ersten Blue Beetle. Deinem Vorgänger. Sie sollen ihre Arbeit verrichten und wir unsere. Die sehen aber viel cooler aus. Du bist auch cool, Scarabeus. Die machen aber nicht viel Schaden, die Roboter hier, ne? Die machen uns gar keinen Schaden. Nee, ich meine an den Gegnern auch nicht viel Schaden gerade. Achso, ne. Was ist das denn? Keine Ahnung. Bums. Oh. Und nochmal. Achso, ja, hält nicht lange jetzt an. Es ist doch sicher nervig, in den Felsen herumzuklettern, Batman. Soll ich uns wirklich nicht den restlichen Weg fliegen? Ich wette, wir wären in 5 Minuten da. Naja, vielleicht 10. Ach, wohin gehen wir nochmal? Ja, mach es mal. Ja, ist gut. Ich hänge da oben links fest. Gut. Und jetzt, wenn die Plattform weg ist, was mache ich jetzt? Einfach eine neue abbauen. Du machst das schon. Ja, klar. Ich glaube an dich. Also dann ist kein Wunder, dass Batman nicht mit dir fliegen will, ey. Hey, bleib sofort stehen. Mhm. Ja, oh, kommt ein Affe hinterher. Ach ja, du hast auch den. Ich wollte gerade super machen, kann ich zwar nicht, aber du hast auch noch den. Ich setze das Aquaman ein. Normalen schnellen Schlag, wollte ich sagen. Ach was. Das Böse wurde weggeschwemmt. Alle ersoffen, ja? Hm, hier kann ich nicht. Kannst du da hoch? Ich komm da gleich hoch, ja. Warte ich ganz kurz. Nee, ich komm da auch nicht hoch. Hm. Doch, ich komm da hoch. Wenn wir da sind, klopfen wir einfach an. Suchen wir unter der Fußball. Oh. Ich sagte doch, ich kenne ein paar Geheimeingänge in den Komplex. Broad kennt sie sicher nicht. Ja, ist natürlich doof, wenn ich dann nicht... gut, dann halt nicht. Gut. Oder von hier aus rüberdingsen dann. Geheimeingang? Ich meine, als Abkürzung, damit wir von diesen Felsen kommen. Ich sagte Geheimeingang, nicht Geheimtunnel. Okay. Verstanden. Ich frage ja nur. Was, die können da durchfliegen? Tja, so. Oh, ich hasse diese Fliegendinger.
sollen wahrscheinlich Fledermäuse sein, oder? Ich gehe davon aus. Oh, jetzt sollen wir schon runterkommen? Nee, okay. Ich glaube, hier muss man lang. Mhm. Mehr von deinen Freunden? Blast dich jetzt immer sofort weg. Sie lernen es nicht. Au! Mir ist ein Stalaktit auf den Kopf gefallen. Ich werde gleich von so einer Fledermaus gekillt. Ich habe viel weniger Leben als du. Bist du gestorben? Lass mal auf Land kurz. Oh. Ah, okay. Das okay. Wurde auch die Batterien von der Feminion leer, ne? So viel wie es übrig hat. Deine Arme nicht in Laserkanonen verwandeln. Wie viel kommen denn noch? Autschen. Ich weiß nicht, ob sich das für den einen jetzt so gelohnt hat, aber... Doch, eindeutig. Wir müssen nach oben. Da du meine Hilfe nicht willst, darf ich da vielleicht auf deinen Rücken steigen? Meine Flügel sind durch das ständige Fliegen über Hindernisse etwas müde. Soll das sein? Danke. Mhm, gern. Endlich, ich kann auch nicht hoch. Hey. Was ist das? Du schaffst es. Ja. Mach Idiot. Oh, nein. Ich finde doof, dass man den... Ist es der Batarang? Weiß ich nicht. Dieses Ding halt nicht im Flug benutzen kann. Also im Sprung, meine ich. Ja. Oh Gott, nee, hau ab. Au! Ja! Ne, nein. Juhu! Ja, wie soll ich denn? Achso. Ich kann das überhaupt nicht. Mhm. Ich will hier weg. Ich mag die Biester auch nicht. Oh, wie hab ich denn das gemacht? Mich sicher für einen miserablen Superhelden, weil ich Gott von diesem Ort erzählt habe. Lass mich doch. Ein schlechter Held, musst aber lernen, manchmal die Klappe zu halten. Ja, ein guter Tipp. Ein guter Tipp. Ich kann ganz gut die Klappe halten. Wissen nicht viele Leute. Weißt du, da war diese Sache vor ein paar Jahren. Da habe ich eine Stunde lang nichts gesagt. Eine geschlagene Stunde. Das war einfach nur irre. Jaime. Schön finde ich auch, ich kann ganz gut die Klappe halten. Wissen aber nicht viele Leute. Ja. Bin tot. Wieder da. Scheiße, ich gucke schon wieder in die falsche Richtung. Ja, super, das hat sich voll gelohnt. Nice. Jetzt mach ich mal einen. Ich kann mich übrigens in alles verwandeln. Okay. Oh, dann. Wo ist die nochmal? Die hat die Kraft des Papiers, oder was? Ich kann schreien. Autschen. Autschen. Sag mal. Das Block bringt auch, glaube ich, nichts. Jetzt fällt mir aber viel zu spät ein. Ich habe jetzt einmal erfolgreich geblockt, damit es wenigstens einmal im Let's Play drin ist. Ich weiche immer noch aus. Oder sieht nice nicht. Aus. Ich bock mal mit dem Umhang. Und du? Mit die Flügel? Ich stehe mal hoch, meistens. Wenn du Z drückst? Was Ach so, ich? Ich glaube, ich habe was ein Schild gehabt. Hier. Na. Ah. Ach ja. Nehmen Sie hier, Gott sei Dank. Es kann losgehen. Du hattest recht. Sieht sehr geheimeingängig aus. Hast du den Schlüssel? Gewissermaßen. Ich habe ein Gerät, das mir der letzte Blue Beetle gab. Es sollte die meisten verschlossenen Bereiche im Komplex öffnen. Wie praktisch. Ist auch ziemlich wirksam gegen Roboter. Dann müsst ihr beiden euch ja sehr nah gestanden haben, wenn er dir den Schlüssel gegeben hat und so. Er war einer der größten Helden aller Zeiten und ein guter Freund. Oh. Du bist aber auch ganz gut. Es gibt mehrere Blue Beetle? Scheint so. Plop, plop. Ach so, ja, halt ich fest. Auswählen und eins. Da. Ein Level runter und warte, wie viele noch? Hm? Die. Zack. Go.